Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mass Effect Andromeda. In der letzten Folge haben wir das mit dem Windpark geklärt und habe ich mir gedacht, wir könnten da hinten ja mal nicht da runter bitte, sondern hier lang. Da hinten ist noch ein Gewölbe und da könnten wir auch noch reinschauen und des Weiteren müssen wir da hinten sowieso hin. Weil da hinten ja noch die Quest abzugeben ist, wegen den Leichen etc. bla 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 und Gedöns. Und dann könnte man es ja so in einem Aufwasch machen. So habe ich mir das gerade so ein bisschen zusammengesponnen. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, ja. Irgendwo hier war das, glaube ich. Ich glaube, das war's. Genau. War das hier mit der hier? Ich glaube schon. Ich kann nicht mit dir reden. Hallo. Haben Sie die Fundorte der Opfer? Nur so ist gewährleistet, dass Ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Oder Sie geben mir die Daten und erhalten eine schnelle Belohnung. Etwas Reelles. Gerechtigkeit, natürlich. Jemand muss für diese Morde zur Rechenschaft gezogen werden. Danke. Eine Zivilisation ist nichts ohne Gerechtigkeit. So. Hätten wir das auch geklärt. So, jetzt ist die Frage, wo ist dieser Monolith? Hier hinten irgendwo. Heißt, wir müssen nach, ich würde mal sagen, Norden, oder? Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Kommen wir da überhaupt hin? Mal schauen, wenn wir hier außen rumfahren. Okay, wir haben das Lager der Gesetzlosen gefunden. Ja, aber das interessiert mich gerade herzlich nicht. Ich wollte eher dahin. So, das sieht doch gut aus hier. Stärke sämtliche Schilde. Ich weiß zwar nicht, warum du das gerade vorhast, aber. Aber schon mal eine. Oh, ein Behälter. Eine Glyphe gefunden. So. Da ist die zweite. Gibt es hier nur zwei? Mal gucken. Ah, da oben. Die Frage ist, wie kommen wir darauf? Ich würde sagen. Was ist. Hier habe ich doch schon wieder was gesehen. Ich glaube, von hier aus, denke ich, ja. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Glyphen. Na, dann passt's ja. Dann aktivieren wir mal den. Ach, nö. Warte mal, ich habe einen. Mach mal den hier. Eingabe akzeptiert. Okay, einer noch. Dann müsste das Gewölbe offen sein. Na, passt doch. Warte mal. Ist das hier noch eine Kiste? Nein. Ist hier sonst noch irgendwas versteckt irgendwo vielleicht? Sieht nicht sehr danach aus.
Hier ist noch Lithium, das nehmen wir noch mit. Entschuldigung, aber ich habe keine Zeit für dich. So, war hier nicht gerade noch irgendwo... Nee, waren wir so auf der anderen Seite, oder? Wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich falsch. Wir sind von da unten gekommen. Zu sein. Moment, ich muss euch noch kurz hier ausschalten. Ja, komm raus da hinten. So. Dann haben wir da unten noch was zum Plattmachen. Das machen wir auch noch geschwind. Oder mit Gefühl. Je nachdem, was sich hier gibt. Aber ich würde sagen, eher weniger mit Gefühl, sondern mehr mit brutaler, hoher Gewalt. Immer auf den Kopf, Jungs. Immer auf den Kopf. Wie gesehen, so einfach. Und hör doch mal auf, hier immer Granaten zu werfen. Das geht voll auf den Sack. Vor allem, was überhaupt nicht Not tut, hier immer Granaten zu werfen. Wie oft kann ich eigentlich diese kinetischen Barrieren noch scannen? Das wäre langsam. Ist auch total unnötig. Der Sinn, mehr liegt hier auch nicht rum. Ist das da hinten Cadero Porn oder was ist das hier hinten? Ja, lass mal hinfahren. Für dich habe ich eigentlich keine Zeit. Hübsch ein Auto. So, was ist denn hier drinnen? Nur ein Terminal, sonst kein Aas. Auch seltsam. Zugang zum oberen Stockwerk beschädigt, bestätigt. Meine Frau und ich leben uns langsam in diesem Hof ein. Aus der Nexus verbannt zu werden, war ein riesiger Schock. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Ten das wirklich getan hat, aber zumindest passt Sloan auf uns auf und gibt uns so viel Land, wie wir wollen. Ich hoffe, dass wir uns hier ein neues Leben aufbauen können. Wir haben ein eigenes Grundstück am See mit tollem Ausblick. Abschied. Die ganze Sache ist ein einziger Albtraum. Das Wasser ist giftig, der See ist eine Todesfalle. Es ist fast, als würde der Planet uns tot sehen wollen. Jetzt hat Sloan angeordnet, dass die Badlands zu einer Art Gefängniskolonie werden. Meine Frau und ich verschwinden von hier. Sofort. Zum Packen ist keine Zeit. Wir bleiben keine Minute länger hier.
Es gehört mir. Ich weiß nicht, warum diese Idioten, die früher gewohnt haben, sich dauernd beschwert haben. Es ist super hier. Ich habe den ganzen Laden für mich alleine. Man kann hier draußen auf zwei Arten überleben. Entweder versteckt man sich richtig gut oder man tötet jeden, der einem über den Weg läuft, bevor er einen töten kann. Ich kann beides, von daher werde ich keine Probleme haben. Die Verbannten werden mich hier draußen niemals finden. Außerdem haben sie nie gesagt, dass es ein Kredit ist, den ich zurückzahlen muss. Aber woher sollte ich das wissen? Aber ich werde die Sicherheitsvorkehrungen vorsichtshalber ein wenig verstärken. Naja, aber hier ist doch keiner. Aber wir haben aber irgendwas für den oberen Etage entriegelt, habe ich gesehen. Frage ist... Ja, das schon mal... Ja, hier ist aber noch nicht die obere Etage. Da geht es wohl noch weiter rauf. Hä? Ich dachte, ich hätte sie entriegelt. Jetzt bin ich verwirrt. Ich meine, an sich sieht es hier schon hübsch aus, aber... Also nochmal nachschauen. Terminal. Ja, es ist doch entriegelt, oder nicht? Jetzt hat. Komisch. Ja, hat wohl nicht so gut geklappt, ja? Audiolog. Verstecke mich jetzt schon seit 3 Tagen vor diesen Drecksverbannten. Sie setzen alle Hebel in Bewegung, um ihre Credits zurückzukriegen. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ich bin so durstig. Scheiß drauf. Ich weiß, man müsste es filtern, aber ich gehe das Risiko ein. Wasser ist Wasser. Oh, oh Gott, das ist... Und tot. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Ein Datenpad. Scheiß drauf, ich glaube, diese ganze Geschichte über das vergiftete Wasser ist nur eine beschissene Lüge, die sie den Leuten erzählen, damit sie innerhalb der Mauern bleiben. Würden sie uns die Wahrheit sagen, müsste sich niemand von Sloan beherrschen lassen und wir alle könnten in den Badlands leben. Scheiß drauf. Ich kaufe ihnen diesen Schwachsinn nicht ab. Das Wasser ist nicht perfekt, aber es ist trotzdem Wasser. Ich kann darin jedenfalls keine Krebspartikel erkennen. Naja, Krebs nicht. Wenn es Säure ist, die du dir da reinpfeifst, dann ist es trotzdem nicht sehr viel gesünder. Naja, also der ist hin. Wo ist unser... Rein bis unser Auto. Das ist ein bisschen hoch. Ja, hat noch geklappt. Na komm, ein bisschen näher ran hier. So. Hier ist noch was. Frage ist, komm wieder rüber. Ich habe den langsamen Gang drinnen, also sollte das eigentlich mit ein bisschen Glück und Schwung. Klappen. Ja. Geht doch. Was war das hier gerade für ein Ladefehler? So, aussteigen, wir sind da. Na, du da hinten juckst mich gerade nicht. So, jetzt muss ich mal kurz hier drauf gucken. Ihr versteckt doch da mal irgendwelches Zeug hier oben, oder? Ja, diesmal nicht. Bleib unten. Ja, tschüss. So, hi. Grüß. Fehler. Diese Interaktion wird nicht verstanden. Bericht gespeichert. Es werden mehr Informationen benötigt. Grüße. Hört mir irgendwie Fehler. Zu? Warum redet diese Interaktion wird nicht verstanden? Alter, was hast du denn für Komplexe? Was geht hier vor? Wer sind Sie? Ist das Ihr Datenpad? Sind Sie einer von denen? Beruhig dich. Ganz ruhig. Was auch immer hier vorgeht, ich gehöre nicht dazu. Wir werden sehen.
Alle verhalten sich wie Verrückte. Reden nur noch Blödsinn. Ich weiß nicht mehr, wie es angefangen hat. Nicht mal, wie ich hierher gekommen bin. Was meinen Sie damit? Niemand ist bei klarem Verstand. Und da waren diese Leute. Andere. Sie kamen und haben dieses Datenpad dagelassen. Ist okay? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich habe furchtbare Migräneanfälle. Sie kommen ohne Vorwarnung. Ich glaube, das sind die. Einer von ihnen hat gesagt, wir haben das Datenpad zurückgelassen. Es geht mir wieder gut. Verzeihen Sie die Störung. Es war nichts. Wir sehen uns. Okay, du bist irgendwie seltsam. Es werden mehr Informationen benötigt. Eine Ableitung, Größe, die Steigung einer Fehler. An jedem Punkt. Diese Interaktion wird nicht verstanden. Bericht gespeichert. Beobachtungslog. Die Krogane und die Asari zeigen keinerlei Anzeichen neuraler Disruption. Ihre Muster bleiben eingestellt. Der Sarianer zeigt Anzeichen von ein wenig Widerstand mit gelegentlichen Ausbrüchen aus dem Muster. Vermutlich muss die salarianische Physiologie berücksichtigt werden. Um sicher zu gehen, wurde der Zugangscode auf 9XA2 geändert. Seine Hirnaktivität ist vergleichsweise normal, aber es gibt Hinweise auf massiven Stress. Was können wir für Sie tun? Unmittelbar gar nichts. Aber wenn Sie andere scannen, kann ich vielleicht die Quelle des Signals lokalisieren. Sie weisen ungewöhnliche Gehirnaktivität auf. Ein Signal von außen stört Ihre Denkprozesse. Weitere Scans sind erforderlich. Diese Person weist Anzeichen derselben äußeren Störung auf. Ich habe die Quelle des Signals jetzt zurückverfolgt. Ich markiere den NAV-Punkt auf Ihrer Karte. Weitere Untersuchungen sind erforderlich. Okay. Was ist dann hier oben? Ich hänge irgendwo fest. Hier unten drunter ist auch nix. Was sagt denn die Karte, wo das sein soll? Ach, da hinten. Dann wahrscheinlich irgendwo hier da drüben. Alles klar. Dann würde ich sagen, da fahren wir mal geschwind rüber. Was auch immer da drüben ist, wir schalten es aus. Und dann, aber zuerst hole ich mir oben mal. Gute Arbeit. Ich habe noch gar nichts gemacht. Da oben holen wir uns mal das Ding hier geschwind. So. Was ist das hier? Ein leerer Container mit nichts drin? Noch ein Behälter. Und dann gehen wir mal rein in das Gebäude und schauen, was da drin los ist. Ihr müsst da unten natürlich wieder Action machen, oder? Sollte hier ganz entspannt sein. Sie haben hier nichts zu suchen. So. Kündigungsbenachrichtigung. Wir müssen uns immer bewusst sein,
Wenn uns jemand Nein sagt, heißt es nur, dass wir auf der richtigen Fährte sind. Engstirnige Köpfe ohne Forschungsvermögen dürfen die Genies nicht ausbremsen oder zurückhalten. Vergessen wir nie, dass wir ihnen Angst gemacht haben. An die Forschungsgruppe kognitive Anwendung von der Unbekannte? Auch nö. Trotz eines direkten Befehls von Miranda Lawson haben sie ihre nicht genehmigten neuralen Forschungen weitergeführt. Wir haben bereits Methoden mit großem Potenzial für die mentale Kontrolle über große Personengruppen. Ihre spezielle Forschung ist unnötig. Ihre Dienste werden nicht mehr benötigt. Ihre Stellung bei Cerberus ist hiermit mit sofortiger Wirkung gekündigt. Aha. Bis hier raus. Der mächtigste Computer, den es gibt, ist weiterhin das biologische Gehirn. Unsere Forschungen werden die Theorie beweisen, dass sich das Gehirn einer Versuchsperson über elektromagnetische Manipulation aus der Ferne mental einstellen lässt. Sobald diese Einstellung erreicht ist, können mehrere Versuchspersonen so verknüpft werden, dass sie ihre Gehirne ein Netzwerk mit gewaltiger Rechenkapazität bilden. Potenzielle Anwendungen. Ach hey, ist das ein langer Text. Das geht eigentlich. Aber ich habe jetzt trotzdem keine Lust, den zu lesen. Standort des Experiments. Ja, den haben wir gefunden, den Standort. Ich sollte mal eigentlich, nach dem, was ihr hier gerade anstellt, über ein Jahr dann checken. Ich vermute mal, es ist auf dem Dach oben. Na, war ja klar, dass ich so nicht hinkomme. Oh, der hat das übrig gelassen, noch nicht vergessen einzusacken. So, wie kommen. Ich vermute mal, hier oben ist das. Was auch immer die da anstellen. Datentransmitter gefunden. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit den Informationen? Ich verstärke Ihre Schilde. Ja, warum denn? Ist doch gar nichts los gerade. So, du Cerberus Heini. Ich verstärke ihre Schilde. Aber ich kann hier nichts machen. Vor wem? Warte mal. Sagt es nur, ich kann jetzt mit denen nicht reden, weil irgendwo da draußen am Arsch der Welt noch ein Bob rumrennt, den ihr unbedingt töten wollt. Der sich da gerade irgendwie bewegt hat. So, kann ich jetzt in Ruhe mit dem quatschen? Nachdem wir den umgelegt haben. Jetzt kann ich es auch scheinbar. Was zum Teufel machen Sie mit den Leuten da draußen? Es ist ein Experiment. Körperlich ist Ihnen nichts geschehen. Es geht Ihnen gut. Sie machen das alles mit Absicht? Sind Sie wahnsinnig? Zu Hause wurden wir schon schlimmer beschimpft. Wir haben für eine Organisation gearbeitet, die sich Cerberus nannte. Bis unser Boss beschloss, dass er lieber völlig irre Ideen wie die Wiedererweckung von Toten finanziert. Projekt Lazarus. Voodoo, sonst nichts. Aber in Andromeda sind wir unsere eigenen Herren. Und was Sie da gesehen haben, ist die Geburt von etwas Großartigem. Ein biologisches Netzwerk. Eine Gruppe miteinander verlinkter Gehirne. Verbunden. Wir nutzen die Kraft des Bewusstseins, um eine neue Art Supercomputer zu erschaffen. Ich weiß, Cerberus kenne ich. Was will Cerberus? Reinheit. Die Menschheit sollte ihren eigenen Weg gehen, ohne Alien-Gesetze oder Moralvorstellungen, die uns nur aufhalten. Unser Boss kam von diesem Weg ab, verlor das Ziel aus den Augen. Er und diese Lawson rekrutierten die falschen Leute.
Freunde in niedrigen Positionen. Andromeda ist eine Chance für einen Neubeginn. Die Menschheit sollte hier das Sagen haben. Der Rest darf uns gerne folgen. Ihr habt doch nicht mehr alle Waffel, nicht mehr Latten am Zaun. Was genau macht dieses Experiment mit den Leuten da draußen? Die richtige Energie und Frequenz kann das Bewusstsein einer Person mitnehmen. Letztlich besteht der Verstand nur aus elektromagnetischen Mustern. Also Gedankenkontrolle. Diese Leute wurden verstoßen. Sie sind Verbrecher. Sie haben mit ihrem Verstand nur Ärger gemacht. Wir hatten dafür eine bessere Verwendung. Und durch die Verlinkung sind sie jetzt wie ein lebender Computer. Aber mit der Geschwindigkeit von Gedanken. Ähnlich wie der Computer, den sie in ihrem Kopf haben. Falsch. Was machen sie auf Kadera? Die Badlands sind der ideale Ort, um die Arbeit zu erledigen, die getan werden soll. Getan werden muss. Wir müssen gegen die vielen neuen Bedrohungen in Andromeda unbedingt einen Vorteil für die Menschheit finden. Ich habe genug gehört, Tom. Schluss jetzt. Sam. Ich habe die Steuerung für das Signal gefunden. Sie schaltet das Experiment ab. Wir können sie nicht aufhalten, aber diese Leute sind von dem Signal abhängig. Ihr Verstand funktioniert sonst nicht mehr. Lassen Sie sie in Ruhe. Wie schalten wir dieses Experiment ab, Sam? Ich kann das Signal zur Strafe gegen die Wissenschaftler richten und die Leute befreien, was aber zu Komplikationen bei ihnen führen dürfte. Oder ich verändere das Signal so, dass das Leid der Opfer minimiert wird und sperre das System gegen weitere Manipulationen. Oder ich gehe einfach und unternehme nichts. Machen wir das hier. Verändere das Signal. Erleichtere die Lage der Leute. Sie haben alles ruiniert. Jetzt nützen uns diese Leute nichts mehr. Freut mich, dass ich helfen konnte. Kriechen Sie jetzt wieder zurück in das Loch, aus dem Sie gekommen sind. Ich würde sie ja gerne umlegen, aber das kann ich ja wieder nicht. Wo ist mein Auto? Hier. Hier kann ich. Aber sobald ich, glaube ich, die Ding aufmache, die Türe, geht's, glaube ich, nicht mehr, oder? Gut, der ist gar nicht existent. Wieso? Schade aber auch. Gehen wir mal zurück zu den anderen Leuten. Ja, mal kurz prüfen, wie es denen geht. Mal nachschauen, ob die jetzt wieder ein bisschen klarer im Kopf sind. Die Musik. Hören Sie sie? Wunderschön. Aber ich kann nicht mit denen reden, das war's dann. Schade, ich dachte, das hätte irgendwas gebracht. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, ich vermute mal nicht. Da hinten ist noch das andere Gewölbe. Gut, das machen wir dann aber beim nächsten Mal. Für diesmal sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.